Willkommen beim nächsten Versuch bei Resident Evil 7, der Demo, The Beginning Hour. Und im letzten Part, oder besagt den ersten Part, habe ich ja ein wenig einfach mal die Demo gezeigt sozusagen und einige Sachen entdeckt, die ich nicht kenne, viele Sachen entdeckt, die ich kenne. Vielleicht kam das deswegen auch ein wenig komisch manchmal rüber. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm. Also wegen, dass ich manchmal schon wusste, was passiert, blablabla, das habe ich ja schon erklärt gehabt. Und ich wollte mal kurz was gucken. Mir ist nämlich aufgefallen, Steuerung, ja, mir ist nämlich aufgefallen, ich spiele bestimmt nicht mit Controller. Wenn ich was verlernt habe über die Jahre, ist es mit Controller spielen. Nein, das ist ja interessant. Tastenbelegung. Weil irgendwie ist mir aufgefallen, dass viel mit F gearbeitet wird. Hallo? Ich... Aber keine. Habe ich noch eine Maus? Wie habe ich gerade keine Maus mehr? Dass in dem Spiel viel mit F gearbeitet wird. Und ich würde mal gerade bestätigen, ist F. Ey, nee, kommt. Ist E auf irgendwas gelegt? F. Ich will ein E haben. Ja, kommt, wir machen ein E draus. Zwar ist es ja auch neben D das F, aber ich muss sagen, E finde ich einfach angenehmer zum Handeln. Kann ich das jetzt irgendwie... was? F-Auswahl. Achso. Ja, jetzt ist E. Okay, gut. Supi. Das, gefällt mir schon besser. Und wir fangen eine neue Runde an. Ich hasse mich jetzt schon dafür, dass ich das Let's Playen will, ganz ehrlich. Weil wir kommen jetzt dann in einen Bereich, den ich nicht kenne. Und ich möchte gar nicht. Kann man das? Man kann es überspringen. Ich wollte einfach nur klicken. Ja, ich überspringe mal das Intro. Wir kennen das Intro, ja? Oder ihr habt es euch ja angeschaut. So wie diesen tollen Ladebildschirm, der irgendwie immer ewig braucht. Ja, ich hasse mich jetzt schon dafür. Ich spiele voll gerne Horrorspiele. Aber wenn man Horrorspiele spielt, dann hasst man sie eigentlich in dem Moment. Und wenn man da mal was schafft, dann ist das immer so toll. Man freut sich darüber. Ich trinke doch mal einen Schluck. Ja. Ein Schluck aus meiner Stranger Things-Tasse, sieht man das? Da, Stranger Things. So, entkommen Sie aus dem Haus. Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, wo wir den Kellerschlüssel herbekommen. Und mich würde interessieren, ob die Tür die ganze Zeit immer auf ist schon. Was als erstes machen? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe die Hälfte natürlich über... Und, also Moment, ich habe irgendwie mein Video halb auseinandergenommen mit mir selbst noch. Dieses Persönchen, das da stand, dieses schwarz-weiße Persönchen, was so einfach daran lag, dass sie sehr blass war und weißes Kleid dann hatte. Ich glaube nicht, dass es die Mutti ist. Weil man sieht ja in dem Video, wenn wir sozusagen rausgehen wollen und dann kommt Mr. Baker und sagt, Welcome to the family. Da sieht man ja dann, dass deine Frau, ich habe das auch angehalten, die hat doch eine Hose und alles an, also die sieht doch total anders aus, sie hat kein Kleid an. Und ich glaube, das ist sie. Und ich habe kryptischerweise von diesem, könnte ich erinnern, dass ich im letzten Part darüber geredet habe, erstmal, dass... es dann ein Video gibt, das ist, glaube ich, das war kein Foto sogar, das war der Trailer. Da sitzen Leute an einem Tisch. Und in diesem Tisch sitzt er, da sitzt sie, da sitzt eine tote Omi im Rollstuhl und da sitzt noch ein Typ. Ich glaube, der Typ, man redet ja hier auch von Lukas, ne? Lukas ist wohl ihr Sohn, aber redet, ich glaube, das sieht eher nach dem Sohn aus, ne? Und ich glaube, dass was auch immer da war, war dieses kleine Mädchen? Ich glaube, das war das kleine Mädchen. Ja, und an dem Tisch sitzt man ja auch selber da. Man ist ja später, wie ich das schon mitbekommen habe, dann im richtigen Spiel heißt man Ethan und sucht seine Frau. Ja, jetzt ist hier natürlich noch kein Schlüssel, weil wir auch das Video noch gar nicht angeguckt haben. Es ist immer ein bisschen complicated. Jetzt mit E, das ist super. Mit E ist klasse. Ist immer ein bisschen komplizierter, manchmal diese Dimension hier miteinander zu verknüpfen. So, er wird uns mal wieder gegen die Steine zerschmettern. Warum auch immer, wir haben niemand etwas getan. Ich weiß nicht, warum
Das geht nicht. Das Klavier lasse ich auch mal in Ruhe. Und ich setze... Sehr gut. Jetzt haben wir wieder hier irgendjemanden durch die Gegend juchtern. Spritzen, spritzen. Hat sich doch nicht wirklich... Mir ist übrigens aufgefallen... Warte mal, es tut mir wirklich leid. Mir ist aufgefallen, dass im fertig gerenderten Video ist es wirklich sehr dunkel. Es ist irgendwie dunkler. Wie, das Kameraschwanken ein? Sag mal, der hat meine Maus nicht. Kann es sein, dass der meine Maus... Doch, hat er. Empfindlichkeit beim Zielen? Das kannst du ruhig hochsetzen beim Zielen. Was auch immer ich zielen soll. Was habe ich gerade geredet? Wo war ich gerade? Achso, dass es sehr dunkel ist. Deswegen habe ich überlegt... Überlegt, gibt es hier irgendwo. Irgendwo. Bestimmt nicht, ne? Dass ich es heller machen kann. Es gibt es natürlich nicht in Gruselspielen. Die Option, irgendwas heller zu machen. Hier irgendwo? Was ist denn Kameraschwanken? Können wir es mal kurz ausstellen? Einfach nur, um zu gucken, was es macht. Huch. Na, es gefällt mir schon besser. Ich spiele auch sehr ruckig, ne? Sehr. Bup, 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 bup. Aber es tut mir leid. Ach, und ich habe ja erwähnt, dass. Ich habe ja erwähnt. Oben, als wir nach oben gegangen sind, dass da was passiert. Das ist gar nicht passiert. Das möchte ich mir auch nochmal genauer angucken, warum das nicht passiert ist. Da klingelt nämlich eigentlich das Telefon. Warum das Telefon nicht mehr klingelt? So können wir jetzt hier eigentlich hier schon. Wir können jetzt da schon rein. Das gefällt mir nicht. Können wir, bevor wir da oben reingehen, erstmal woanders noch hingehen? Ach, die Tür geht einfach zu, das ist aber nett. So, hier ist der Blairwitch-Raum. Ich würde gern, bevor wir da reingehen, es tut mir leid, aber... Achso, der Puppenfinger. Und für mich sieht das wirklich unten beim Puppenfinger aus wie ein Schlüssel. Und ich wüsste ehrlich gesagt noch nicht... wo wir den benutzen können. Aber ich weiß auch nicht. Ich gucke die Puppen nicht an. Ich weiß auch nicht. Wo wir den Kellerschlüssel einsetzen können. Ich weiß gar nicht mal, wo wir den herbekommen. Lag der hier irgendwo? Hier, dieses Telefon. Eigentlich klingelt das. Klingelt das erst, wenn wir es abgenommen haben? Wir können uns dann nochmal gerne das Umbrella-Bild angucken. Der Hubschrauber, bla bla blub blub blub. Da steht, beobachten die uns von diesem Hubschrauber aus. Wenn die Umbrella Corporation irgendjemand beobachtet. Warum sollte die Umbrella Corporation, wenn das Foto von hier stammt, von diesem Haus. Warum sollte die Umbrella Corporation das Haus der Bakers beobachten? Warum? Sollten die das tun? Das ergibt nicht... Kann man diese Kiste mit der Axt erschlagen? Dafür müssen wir ins Video gehen, ne? Um uns selber die Axt aufzuschließen, sozusagen. Das wäre interessant. Hier liegt der Kellerschlüssel. Okay. Gut. Es würde mich wirklich interessieren, ob wir... Was? Wo liegt denn hier Pistolenmunition? Ich sehe sie nicht. Da unten! Hört, ich dachte gerade, ich wollte eher an die Mülltonne gehen. Pistolenmunition? Heißt das, wir finden eine Pistole? Wenn man Waffen findet? Das war mir bei der Axt schon so seltsam, dass man... Hi? Das war mir bei der Axt schon so seltsam, dass wir die schwingen können. Oh nee, kommt. Hier sind Stühle, die ich vorhin auch noch nicht gesehen. Oh
Oh Gott, ich hasse mich dafür. Ich hasse dafür, dass ich das gerade spiele. Schrecklich. Einfach nur schrecklich. Ja. Nee, der benutzt es ja automatisch, ne? Dann geht er ins Inventar, wenn... Ach, wenn irgendwas ist... Nein, nicht die Leiter. Lass das. Geh weg. Gut, das geht wirklich nicht. So, wir haben schon den Kellerschlüssel. Und Pistolenmunition. Ich würde gern für euch mal an das Telefon gehen. Das Ding ist nur, dann passiert etwas. Aber einfach, um das mal zu zeigen. Ich mach das mal. Keiner da. La la la. Oh. Ein Tut-Tut-Tut. Geh nochmal nach hier hinten. Heißt das, hier sind überall vielleicht... Haben wir schon Pistolenmunition übersehen? Die lag da auch wirklich mega fies, ne? Dann gehen wir mal runter. Ach, ihr dreht euch... Ach nee, habt ihr euch schon umgedreht? Ja, doch, oder? Ach, egal. So, hier liegen die Kopfhörer nämlich gar nicht. Die Kopfhörer aus, aus dem... Oh, meine Hände. Oh, ich... Entschuldigung. Ich leide. Ich leide wirklich. So. Ich... Also hier hinten... Das einzige anhängliche Stühle, genau. Dort ist ein kleines Schlüsselloch. So, hier ist ja nichts drin. Und der Dietrich liegt hier leider halt nicht. Da. Der ist nicht da. Und da hinten kriegen wir halt auch nur den Bolzenschneider, ne? Um das Video zu holen. Aber ich will mir das Video eigentlich noch gar nicht angucken. Eigentlich möchte ich meinen eigenen Schatten sehen und dann hier reingehen und... Ich mag nicht. Was ist das für ein Geräusch? Scheint ein Bad. Hallo? Es ist kein Wasser im Tank. Tja. Probleme. Überhaupt Probleme. Pistolenmunition. Ach du Scheiße, ich will nicht. Da kommt... Ein Engel. Naja, und da sogar so eine Kerze. Super. Das ist super. Ich habe gerade das Spiel ein bisschen lauter, es war gerade zu leise. Was ist das? Oh, was ist das? Ich komm. Nochmal Pistolenmunition. Ich komm mir langsam ein bisschen vereiert vor. Oh, was ist das denn? Sind das die verschwundenen Leute, von denen André geredet hat? Hat er davon geredet, ne? Hilly, Billy, Familie, Familie, Baker, Regenschirme, 3 Stück an der Zahl. Was zur Hölle? Ein Fahrrad. Ja, ein Fahrrad ist natürlich... Ist da jemand drin? Das sieht mega seltsam aus.
Warum? Was? Warum ist das so leise, das Spiel? Verstehe ich gerade nicht. Egal. Was ist das? Offenbar kann man etwas daran anbringen. Okay. Oh. Also diese Säcke, ich finde auch diese Säcke sehen so unglaublich ekelhaft aus, ne? Die ganzen Schuhe von Herrn Baker, die sehen auch ekelhaft aus. Das ist Herr Baker bei der morgendlichen Lektüre, oder wie? Seltsame Bilder, die hier hängen. Das wirkt doch alles so uralt, ne? Das wirkt so leicht 70s, 80s mäßig, so. Ganz merkwürdig. Was war denn hier? Leeres Notizbuch? Wie? Leeres Notizbuch? Da, ja, es ist halt leer, ne? Okay. Viermal Pistolenmunition. Hier sind Zeitungen. Hallo. Ist hier jemand? Können wir nicht hier einfach irgendwie raus? Was ist hier? Was schon? Ich erkenne das gar nicht als Pistolenmunition. Ich wäre. Was? Zum Glück gucke ich mir das an. Hallo? Kann ich hier nicht weiter? So, schade. Können wir hier irgendwas? Hm, da ist eine Spinne auf dem Bild. Na, ist ja ein Traum. Nee. Nee. Könnt ihr vergessen. Was ist das denn hier alles? Ey, könnt ihr vergessen. Könnt ihr richtig vergessen, ich gehe da nicht runter. Das ist der Keller, ne? Was ist das denn für eine Tür? So Salvador Dali-Stil oder wie? Was ist das denn? Will ich mich vereiern? Nee, ich spiele das Spiel nicht. Könnt ihr jemand anderen zugucken, aber nicht mir. Ich spiele das Spiel nicht. Was haben wir hier? Das gibt. Miau? Nee, keine Ahnung. Ich kann es nicht lesen. Man kann es, glaube ich, einfach nicht lesen. Oh, really, ey. Ich will nicht. Ich hätte jetzt gern die Axt, wenn ich ehrlich bin. Weil, was bringt uns denn die Pistolenmunition oder Pistole? Ich trinke mal noch einen Schluck Kaffee, bringt bestimmt total viel für mein Herz, ne? Mm. Oh, ich mag nicht, ne? Das ist der fucking Keller. Ich könnte es ja mal damit. Nee, okay, ich dachte. Aber irgendwo müssen wir doch den Puppenfinger auch einsetzen können. Nee, ich will den verwenden. Hallo? Kann ich nicht einfach doppelklicken? Hallo? Objekt benutzen. Was? Oder muss ich erst. Ach so. Ah. Ah. Super. Bin begeistert. Oh Gott. Ah. Nein. Ich will nicht. Ihr blöden Leute. Ich mag euch nicht. Ach komm, Annika. Ist nur ein Spiel. Tja. Was, hier lag auch noch was. Das ist nur ein Zettel. Oh Gott, kennt ihr den Film Texas Chainsaw Massacre? Wo am Ende die Polizei, die gehen die da auch in so einen ekelhaften Keller rein. Ach du Scheiße.
Ach, du Scheiße. Ist das der Keller, wo Andre umgebracht wurde? Ist das der Keller? Das ist eine Tür. Das freut mich für die Tür. Ist das ein Safe? Was? Hier liegt ein Dietrich. Ist es der gleiche Dietrich? Was ist das denn hier? Oh, das ist, ach, das ist eine Anlage. Eine, ja, weiß ich nicht, Boiler-Thermo. Ist das ein Dietrich? Mir gerade, soll ich nochmal, bevor wir... Willst du mich verarschen? Das war aber nicht Herr Baker. Ich glaube, ich... Alter Schwede. Was war das denn? Ich glaube, wir sind an dem Punkt angekommen, wo ich das Spiel nicht mehr spielen möchte. Diesen Punkt habe ich schon seit 21 Minuten. Ich glaube, wir sind an dem Punkt angekommen, wo Resident Evil zu Resident Evil wird. Das klang gerade wirklich... Das klang gerade nicht sehr menschlich. Ja, im Gegenteil. Es liegt... Nee. Probieren wir erstmal aus, ob wir den Dietrich so verwenden können wie den Dietrich aus dem Film. Also, wenn wir klar in C sind. Und. Ich gehe da nicht rein. Ja, tatsächlich. 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 Das ist ja krass. Gut. Also, ich muss sagen, ich fühle mich schon. Um 2% sicherer mit der Axt. Aber jetzt nochmal, wartet mal. Ich würde gerne... Was auch immer da unten ist, ich will es gar nicht wissen. So. Ach, jetzt haben wir die Axt. Kommt, wir gehen mal hoch. Wenn wir jetzt mal schon mal die Axt haben. Ich habe keine Ahnung, was da unten ist. Und bevor es mir... den Tag vermasselt, gehe ich hoch. Alter. Gehe ich hoch und zerschlage Sachen. Na, hier hoch. Ich finde es halt krass, dass man irgendwie auch nicht mal weiß, wer man jetzt gerade ist. Ob man jetzt gerade halt wirklich einfach nur halt irgendeine Figur ist, die sie eingebaut haben, um die kann man zerschlagen. Ist irgendwas drin, ne? Kann ich dich zerschlagen? Ja, okay. Irgendwas drin, ne? Nee. Okay, das geht nicht. Doch! Wow! Ja! Super! Über 20 Jahre Spielerfahrung hat mich gelehrt, Kisten zu zerstören. Geile Sache. Die hat auch ein gelbes Band. Dachte gerade, die kann ich nicht kaputt machen, weil die... Oh Gott, diese Puppen. Haut ab! Die erschreckt mich. Ach... Hier ist der Mülleimer. Ah, den kann ich... Nee, der haut da nur irgendwo rein. Ich hab hier Pulli... 11 Pistolenmunition. Das ist gar nicht mal so schlecht, ne? Ich weiß, ihr wollt bestimmt... Ach, wir haben das vergessen hier, ne? Die 5 Gäste wundern... Mal auch? Ich glaube nicht, oder? 5 Gäste wurden ermordet, aber wo ist nicht bekannt? Ja, es... Hä? Was waren... Was? Wie zum Henker soll man das denn sehen? Das war gerade schon wieder Zufall, weil ich mich einfach umgedreht habe. Was ist dann das? Objekt aus Celluloid. Was? Ist das eine Hand? Ist das eine Puppenhand? Nee, was ist das? Aus Celluloid? Warte mal. Kann ich... Le Finger? Wie, was ist das kombinieren?
Oh Gott.